Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von VfR PPL. Wir möchten uns heute mit einem Thema befassen, womit sich vor allem Luftfahrtneulinge schwer tun, nämlich der Höhenmessung in der Luftfahrt. Ich dachte mir, vielleicht hilft es einfach einigen Leuten, dieses Thema multimedial aufzuarbeiten, und deswegen habe ich das auch einfach mal gemacht. Wir fangen einfach damit an, wie sieht denn so ein Höhenmesser aus? Wie funktioniert überhaupt dieser Höhenmesser? Und gehen dann weiter in die Richtung der verschiedenen Höhenarten. Wozu brauchen wir die denn überhaupt? Wann benutzt man welche Höhenart am besten und so weiter und so fort? Dann lass uns doch direkt einfach mal anfangen. So ein Höhenmesser arbeitet nach einem ganz simplen Prinzip, nämlich nach der Luftdruckabnahme in der Höhe. Je höher wir nämlich steigen, desto geringer ist der Luftdruck. Der Höhenmesser misst einfach den Luftdruck in der umgebenden Luft und kann dadurch auf einer Skala die Höhe anzeigen. Wichtig ist bloß einfach, dass der Höhenmesser mit den richtigen Informationen gefüttert wird. Das ist in unserem Fall der richtige Luftdruck. Wir haben hier unten links einen kleinen Knubbel, den wir drehen können. Das ist der Bezugseinstellungsknopf, und mit diesem können wir die Bezugshöhen Hektopascal ändern. Die Bezugshöhe wird uns immer dann irgendwo angezeigt. Hier ist es nun in diesem Bereich, und eine Bezugshöhe von, beziehungsweise ein Bezugskornhaar von 1012 ist eingedreht. Ganz einfach gesagt sieht so ein Höhenmesser von innen aus. Er besteht grundsätzlich aus drei Komponenten. Das ist einmal ein Eingang, wo der statische Druck gemessen wird, das heißt kein Staudruck oder kein kinetischer Druck oder sonst was, sondern einfach nur der Luftdruck der Umgebung, in der wir uns gerade befinden. Die zweite Komponente in so einem Höhenmesser ist eine Aneroiddose. Das ist eine Dose mit verringertem Luftdruck. Im Optimum wäre das eine Vakuumdose, aber da diese schwer zu produzieren ist, befindet sich immer eine Dose mit einem geringen Restdruck in einem Höhenmesser. Der statische Druck wird nun diese Aneroiddose natürlich zusammendrücken, weil der Luftdruck stärker ist als der in der Dose, und anhand der Verformung der Dose kann auf einer Skala angezeigt werden, wie stark so gesehen die Verformung dieser Aneroiddose ist, und entsprechend durch die richtig eingestellte Skala kann man dann ablesen, wie hoch man ist. Wie ihr seht, ganz einfaches Prinzip, deswegen hat es sich auch bewährt und wird seit den Anfängen der Luftfahrt immer noch so benutzt und produziert. Wichtig zu wissen ist, dass das ganze System auf einer Standardatmosphäre aufgebaut ist, weil ich habe ja euch gesagt, anhand der Verformung von dieser Aneroiddose kann der Höhenmesser eine bestimmte Höhe anzeigen. Aber dafür muss es ja so gesehen so gewisse Standardwerte geben, weil woher weiß denn diese Aneroiddose, okay, es wird so und so stark verformt, deswegen müssen wir auch in einer bestimmten Höhe sein, weil der Luftdruck da so schwach ist. Und dafür gibt es hier diese Standardatmosphäre. Diese Standardatmosphäre wurde von der ICAO definiert und besagt zum Beispiel, dass der Standarddruck auf Meereshöhe bei 1013,25 Hektopascal liegt. Ihr hört manchmal auch die Inches auf der Quecksilbersäule, wird vor allem in Amerika benutzt, und da beträgt sie 29,92 Inches. Die Temperatur auf Meereshöhe liegt bei 15 Grad. Die Luftdichte hat einen fixen Wert von 1,225 Kilogramm pro Kubikmeter, und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 0%. Interessant noch zu wissen ist der Temperaturgradient, da die Luftdichte von der Temperatur abhängig ist, und die beträgt 2 Grad Celsius pro 1000 Fuß. Das bedeutet, in einer Höhe von 1000 Fuß haben wir nur noch 13 Grad, in 2000 Fuß haben wir 11 Grad und so weiter und so fort. In der höheren Höhe, also in der Stratopause, gibt es diesen Gradienten nicht mehr, aber der ist bei uns in der Sichtfliegerei überhaupt nicht relevant. Interessant jetzt für uns natürlich bei dem Thema Höhenmessung ist der Druckgradient. Das bedeutet, wie sich der Luftdruck mit der Höhe verringert, und das ist für uns in den tieferen Lufträumen
Ganz einfach, 1 Hektopascal pro 27 Fuß Höhe, um genau zu sein. Aber unsere Systeme arbeiten mit einer Annäherung. Das bedeutet, wir rechnen ganz grob, bei 1 Hektopascal haben wir eine Luftdruckstufe von 30 Fuß. Das bedeutet, auf Meereshöhe haben wir ein QNH von 1,013, das heißt ein Luftdruck von 1,013. Und wenn wir uns jetzt 300 Fuß höher befinden, ist der Luftdruck um 10 Hektopascal niedriger, sprich 1,003. Also wie ihr seht, ganz einfaches Prinzip. Wir haben verschiedene Höhenarten, die wir als Pilot kennen müssen, die wir jetzt auch in diesem Video besprechen möchten. Das ist einmal die Höhe über normal Null, auf Englisch Above Mean Sea Level. Deswegen bitte einmal auch diese Abkürzung MSL lernen, die ist sehr wichtig. Wir haben die Höhe über Grund, das ist Above Ground Level. Kriegt man auch des Öfteren zu hören, zwar nicht so oft wie Mean Sea Level, aber kommt schon vor. Und wir haben die Flugflächen, das Flight Level, auch von sehr hoher Relevanz über 5000 Fuß. Fangen wir doch einfach mal an. Wir hatten gerade dieses Beispiel, beziehungsweise der Standardluftdruck in der Standardatmosphäre, die von der ICAO vorgegeben ist, ist auf Meereshöhe ein Luftdruck von 1013 Hektopascal. Das bedeutet, wir haben dies als Bezugshöhe in unseren Höhenmesser eingestellt. Jetzt misst rein theoretisch unser Höhenmesser den Luftdruck in der Höhe, in der wir uns befinden, und der Luftdruck beträgt 913 Hektopascal. So, nun haben wir diese einfache Rechnung. Wir haben eine Luftdruckdifferenz zwischen der Meereshöhe und in dem Luftpaket, in dem wir uns befinden, von 100 Hektopascal. Wir haben eine Höhenstufe von 30 Fuß. Das bedeutet, wenn wir 100 mal 30 rechnen, haben wir ein Ergebnis von 3000 Fuß. Wir befinden uns 3000 Fuß über normal Null, über Meereshöhe, und das ist das, was uns dann auch der Höhenmesser anzeigt. Nun kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Wir haben immer noch als Bezugshöhe den Luftdruck von 1013 Hektopascal eingedreht. Unser Flugzeug misst immer noch einen Luftdruck von 913 und somit denkt unser Flugzeug, wir sind immer noch in 3000 Fuß. Nun hat sich aber zur vorigen Situation der Umstand geändert, dass der Luftdruck auf Meereshöhe nicht mehr 1013 ist, sondern 1023. Wir haben aber 3000 Fuß als Höhe angezeigt, weil wir immer noch die Bezugshöhe von 1013 eingedreht haben. Aber der Luftdruck nimmt ja mit der Höhe ab. Das bedeutet, der Luftdruckgradient von 1013 Hektopascal befindet sich 300 Fuß über Meereshöhe. Das bedeutet, wir müssen den Höhenmesser mit den richtigen Einstellungen füttern, sonst zeigt er uns falsche Dinge an. Wir befinden uns nicht genau 3000 Fuß über normal Null, sondern 3300 Fuß. Würden wir nun die Bezugshöhe von 1023 einstellen statt 1013, würde er uns wieder die richtige Höhe anzeigen. So, jetzt ein anderes Beispiel. Das war nun die Höhe über normal Null. Jetzt haben wir die Höhe über Grund. Natürlich ist nicht unser Planet komplett flach, nämlich wir haben Höhen und Tiefen, wir haben Mittelgebirge und deswegen befindet sich auch nicht alles auf Meereshöhe. Wir haben nun einen Platz, der 270 Fuß über normal Null liegt, und auf diesem Platz wurde ein Luftdruck von 1010 Hektopascal gemessen. Wir drehen also unseren Luftdruck ein, 1010 Hektopascal. Unser Flugzeug misst zufälligerweise wieder einen Luftdruck von 913. 97 Hektopascal Differenz haben wir in diesem Bereich. Das bedeutet, 97 Hektopascal mal der barometrischen Höhenstufe 30 Fuß ergibt 2910 Fuß. Wir befinden uns also 2910 Fuß über Grund. Dieser Luftdruck, der uns hier genannt wurde, der Luftdruck, den wir von einem Flugplatz erhalten, der genau an diesem Flugplatz gemessen wurde, ist das QFI. Das ist eine Kuhgruppe, die früher beim Morsezeichen benutzt wurde, deswegen hat sich auch dieser Name eingebürgert.
Das bedeutet, das QFE ist der Luftdruck gemessen auf Platzhöhe. Nun aber ein anderes Beispiel. Wir haben gerade unsere Messung gehabt, dass wir uns 2910 Fuß über Grund befinden, möchten nun aber unsere Höhe über normal 0 haben. Wir wissen, dass der Platz 270 Fuß hoch ist und wir wissen, dass eine barometrische Höhenstufe in der Standardeinstellung 30 Fuß hoch ist. Das bedeutet, 270 geteilt durch 30 ergibt 9 Hektopascal. Das heißt, auf Meereshöhe haben wir 9 Hektopascal mehr, daher je tiefer wir gehen, desto höher wird der Luftdruck. Das bedeutet, wir haben einen Luftdruck von 1019. Wenn wir nun also diesen Luftdruck einstellen, 1019 erhöhen, erhalten wir auch unsere Höhe über normal 0. Wir haben 1019 in unseren Höhenmesser eingedreht und erhalten eine Anzeige von 3180 Fuß. Das würde auch passen, denn wir befinden uns 2910 Fuß über Grund und die Platzhöhe ist 270 Fuß. Das heißt, unser Höhenmesser wird uns auch 3180 Fuß anzeigen. Dieser Luftdruck bezogen auf Meereshöhe, zurückgerechnet unter diesen Standardatmosphärenbedingungen, was wir gerade gemacht haben, hier mit diesen neuen Hektopascal, ist das QNH. Das QNH ist das geläufige in der europäischen Luftfahrt und ihr werdet in 99% der Fälle immer das QNH bekommen. Nach QNH zu fliegen, also nach Höhe über normal 0, hat mehrere Vorteile. Wir wollen die später auch nochmal erörtern und einfach nochmal da drauf schauen. Aber jetzt erstmal wollen wir weitergehen. Wir sehen hier einfach einen kleinen Ausschnitt aus der ICAO VFR-Karte und hier sehen wir auch schön, dass wir alle Angaben, alle Höhenangaben, die wir in dieser Karte finden, alle auf normal 0 bezogen sind. Zum Beispiel haben wir hier ein Hindernis in 2815 Fuß Höhe oder auch hier eine Platzhöhe von 1164 Fuß. Der große Vorteil dadurch ist, dass wir durch diese Höhenangabe über normal 0 nun uns auch ein dreidimensionales Bild von der topografischen Struktur machen können. Wir wissen also, dass es hier definitiv höher ist als an diesem Punkt. Und das ist zum Beispiel einer der Vorteile, den wir mit der Höhenmessung in Luft oder in Meereshöhe haben. So, jetzt haben wir schon zwei der verschiedenen Höhenmessereinstellungen kennengelernt. Einmal das Flight Level, einmal die Höhe über normal 0, die Höhe über Grund und jetzt kommt noch die dritte wichtige, die Flugfläche, das Flight Level. Die ist eigentlich ganz einfach, nämlich wir folgen immer der Druckfläche 1013 Hektopascal. Das bedeutet, wir drehen auf in unseren Höhenmesser die Bezugseinstellung 1013 Hektopascal ein und fliegen der dann immer hinterher. Wenn uns zum Beispiel gesagt wird, wir sollen in Flugfläche 50 fliegen, was ungefähr 5000 Fuß sind, dann Flugflächen werden immer in Hektoschritten angegeben. Das heißt, eine Flugfläche entspricht 100 Fuß, 10 Flugflächen entsprechen 1000 Fuß, 50 Flugflächen entsprechen 5000 Fuß. Fliegen wir immer dieser Druckfläche von 1013 hinterher. Das heißt, wir behalten immer einen konstanten Abstand zur Druckfläche 1013. Somit beschreibt die Flugfläche eine konstante Höhe zur Druckfläche 1013 Hektopascal. Wir haben jetzt die drei wichtigsten Höhenarten kennengelernt. Einmal die Höhe über normal 0, über Meereshöhe, die Flugfläche, die einfach der Druckfläche 1013 Hektopascal folgt, als auch die Höhe über Grund. Wir haben unsere Höhe über normal 0 auf dem Höhenmesser angezeigt, wenn wir das QNH eindrehen. Wir haben die Flugfläche angezeigt, wenn wir einen Luftdruck von 1013 eingeben. Oder wir haben die Höhe über Grund angezeigt, wenn wir das QFE eingeben.
So. Generell fliegen wir in Deutschland mit Fuß über normal Null bis zu einer Höhe von 5000 Fuß über normal Null oder 2000 Fuß über Grund, was auch immer höher ist. Unter dieser Höhe fliegen wir immer über normal Null. Fliegen wir da drüber, stellen wir unseren Höhenmesser um auf Flugfläche. So, wo finden denn jetzt aber die verschiedenen Einstellungswechsel statt? In Deutschland ist das so, dass wir eine Übergangsschicht haben. In dieser Übergangsschicht kommt es vom Wechsel. So, wo werden nun aber die verschiedenen Höhenarten genutzt? Grundlegend werden in Deutschland die Flugfläche benutzt, als auch die Höhe über normal Null. Aber wo wird nun was benutzt? Jetzt unabhängig davon, wenn uns die Flugsicherung irgendwas angewiesen hat, aber wir haben in Deutschland eine sogenannte Übergangsschicht. Diese Übergangsschicht muss mindestens 1000 Fuß betragen und beschreibt die Übergangsflugfläche, das heißt die geringste Flugfläche, die wir benutzen können. Und darunter haben wir die Übergangshöhe. Die beträgt in Deutschland 5000 Fuß über normal Null oder 2000 Fuß über Grund, was auch immer höher ist. Und das Prinzip sieht das jetzt einfach so vor. Wenn wir jetzt zum Beispiel an einem Flugplatz steigen, fliegen wir nach dem QNH, bis wir 5000 Fuß über normal Null erreichen oder 2000 Fuß über Grund, was immer höher ist nun in diesem Fall. Und drehen in dieser Übergangshöhe von dem QNH auf den Standarddruck 1013. Die erste Flugfläche, die wir dann benutzen können, wäre Flugfläche 60. Jetzt natürlich nur in diesem Beispiel. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das werden wir gleich nochmal durchrechnen. So, wir sind jetzt die ganze Zeit in unserer Strecke gewesen, sind zum Beispiel in Flugfläche 70 geflogen und wollen nun unseren Sinkflug starten. Nun starten wir unseren Sinkflug und irgendwann müssen wir wieder auf die Höhe über normal Null einstellen, damit wir wissen, wie hoch sind wir denn nun in Wirklichkeit. Diese Höhe wird auf der Übergangsflugfläche eingestellt. Das heißt, sobald wir diese Übergangsflugfläche, das sogenannte Transition Level, durchfliegen, werden wir wieder auf das QNH umstellen. So, jetzt ein kleines Beispiel. Wir haben in diesem Beispiel ein QNH von 1000 auf Meereshöhe. Das bedeutet, die Druckfläche 1013, wonach die Flugflächen definiert werden, befindet sich 13 Heck bzw. 390 Fuß unter normal Null, weil der Druck ja mit der Tiefe zunimmt. Das bedeutet, die Flugfläche 60, also die 6000 Fuß, befinden sich nicht in 6000 Fuß, sondern 390 Fuß tiefer, nämlich in 5610 Fuß. Da wir nun aber in 5000 Fuß umstellen und theoretisch in Flugfläche 60 fliegen könnten, hätten die 5000 Fuß als auch die Flugfläche 60 nur eine Staffelung von 610 Fuß. Wir haben nun aber gesagt, die Übergangsschicht muss mindestens 1000 Fuß betragen. Das bedeutet, Flugfläche 60 ist falsch. Es wird nämlich Flugfläche 70 benutzt, wie wir in diesem Beispiel sehen. Gleiches Beispiel. Wir haben ein QNH von 1000. Das bedeutet, die Bezugsfläche 1013 befindet sich 390 Fuß unter normal Null. Und auch die Flugfläche 70 liegt 390 Fuß tiefer als 7000 Fuß. Sie besitzt damit eine Höhe von 6610 Fuß über normal Null und damit besitzt die Übergangsschicht eine Mächtigkeit von 1610 Fuß. Das bedeutet, wenn ein Flugzeug in Flugfläche 70 hier entlang fliegt und hier unten ein Flugzeug in 5000 Fuß entlang fliegt, haben die beiden Flugzeuge eine Staffelung von 1610 Fuß. Das ist für die Flugsicherung mehr als genug, da sie nämlich 1000 Fuß Staffelung haben müssen. Deswegen hat die Übergangsschicht auch eine Mindestdicke von 1000 Fuß und somit wird Flugfläche 70 benutzt. Wieso benutzen wir jetzt nicht Flugfläche 65? Weil es so definiert wurde, dass die
Übergangsflugfläche immer in 10ern Schritten angepasst wird. So, jetzt noch ein anderes kleines Beispiel. Wir haben nun ein QNH von 1014, das bedeutet ein Hektopascal höher als die Standarddruckfläche 1013. Das bedeutet, die Druckfläche 1013 befindet sich 30 Fuß über normal Null. Wenn wir jetzt mal ausprobieren, Übergangsflugfläche 60 liegt somit 30 Fuß über 6000 Fuß. Somit befindet sich die Übergangsflugfläche in 6030 Fuß. Wir haben eine Mächtigkeit von 1030 Fuß. Das heißt, es wäre wieder kein Problem, wenn ein Flugzeug in Übergangsfläche 60 fliegt und ein anderes in 5000 Fuß. Woher erfahre ich denn jetzt aber, wie hoch denn die aktuelle Übergangsflugfläche ist? Dafür haben wir einfach mehrere Möglichkeiten. Wir haben gerade gesehen, wir können die super selbst berechnen, einfach durch ein bisschen probieren. Wir können die Artis von Flugplätzen abhören. In dieser Artis wird am Ende auch immer nochmal das Transition Level, die Übergangsflugfläche genannt, oder wir fragen einfach FIS. FIS kann euch auch die Information geben. Grundlegend könnt ihr euch merken, bei einem QNH von 978 bis 1013 haben wir Flugfläche 70, das heißt beim Standarddruck oder geringer. Bei einem Druck von 1014 bis 1050, das heißt über dem Standarddruck, haben wir eine Flugfläche 60. Und bei einem Luftdruck von 943 bis 977 haben wir Flugfläche 80. Kommt sehr selten vor, deswegen auch nur am Rande erwähnt. Theoretisch auch ab einem QNH von 1051 könnten wir Flugfläche 50 benutzen, aber dies kam in Deutschland noch nie vor. Interessant das Ganze ist nämlich bei den Halbkreisflugregeln. Sobald wir eine Reiseflughöhe von über 2000 Fuß eingenommen haben, beziehungsweise nach Flight Level fliegen, halten wir uns an diese Halbkreisflugregel. Auf Englisch ist es das Semicircular Cruising Level System und dient einfach zu Staffelungszwecken. Ich zeige euch das jetzt einfach beispielhaft hier an dem VFR-Teil. Nämlich wurde das so definiert, dass wir VFR-Flieger in unserer Reiseflughöhe immer die 5er-Levels benutzen. Das heißt, wenn wir in Reiseflughöhe sind, sollen wir nicht in Flight Level 60 fliegen, sondern in Flight Level 65. Warum fliegen wir nicht in geraden Flight Level? Da sind nämlich die IFR-Flieger. Da klärt die Flugsicherung ihre Flugzeuge hin, sagt, dass die Flugzeuge in diesen Höhen fliegen sollen. Und damit wir einfach nicht in Konflikt mit denen kommen und wir zumindest immer einen Sicherheitspuffer von 500 Fuß haben, wurden diese Halbkreisflugregeln etabliert. Damit haben wir schon mal VFA und IFA einigermaßen grob getrennt. Jetzt geht das Ganze noch weiter. Wir gucken uns unseren Magnetic Track an. Das heißt, wir fliegen zum Beispiel von Düsseldorf nach Berlin. Wir fliegen einen Easterly Track. Er befindet sich zwischen Track 000 und 179. Das bedeutet, wir benutzen die ungeraden Flugflächen. Wie ihr seht, haben wir theoretisch hier zur Verfügung Flugfläche 55, Flugfläche 75, Flugfläche 95. Jetzt hatten wir einen schönen Tag in Berlin, fliegen abends wieder von Berlin nach Düsseldorf zurück, VFA. Und nun haben wir einen Track zwischen, einen Magnetic Track, das ist auch noch wichtig zu sagen. In unseren breiten Kreisen ist es jetzt nicht so relevant, da man in Kanada, wo eine Varianz dann einfach mal von 40 Grad herrscht, macht das vielleicht schon was aus. So, wir fliegen jetzt zurück, haben einen Track von 260, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Und somit fliegen wir nun in den geraden Flugflächen, sprich 45, 65, 85. Ganz einfaches System, wie ihr seht. Ja, jetzt kann man sich natürlich denken, super cool. Jetzt sind wir eigentlich auf der sicheren Seite, was wir alles über Höhenmessung wissen müssen. Nicht ganz. Nämlich gibt es auch Höhenmessfehler. Dadurch, dass dieses System einfach nur auf diese internationale Standardatmosphäre geeicht ist, müssen wir auch aufpassen, dass uns leider der Höhenmesser nicht immer die wahre Höhe anzeigt. Vor allem, wenn wir ein Hochdruckgebiet in ein Tiefdruckgebiet fliegen. Wir können zum Beispiel, ich habe jetzt einfach nur die Druckflächen aufgemalt, wir können uns jetzt aber theoretisch auch einfach die Höhen über normal Null anzeigen.
beziehungsweise was uns der Höhenmesser anzeigen würde für eine Höhe über normal Null. Unser Höhenmesser misst jetzt zum Beispiel einen Druck von 1010 Hektopascal und denken uns, super, hier kommen wir locker über den Berg. In einem Tiefdruckgebiet liegt aber die Druckfläche 1010 Hektopascal tiefer. Und somit haben wir das Problem, dass wir nicht über den Berg kommen. Somit eine ganz wichtige Regel, die wir uns merken müssen. Vom Hoch ins Tief geht's schief. Entsprechend umgedreht, wenn wir jetzt hier vom Tiefdruckgebiet fliegen, unser Höhenmesser misst einen Luftdruck von 1005 und fliegen ins Hochdruckgebiet, sind wir höher als im Tiefdruckgebiet. Das ist dann halt natürlich nicht so schlimm, auch von Relevanz, aber wie gesagt, vom Hoch ins Tief ist es definitiv gefährlicher. Jetzt einfach auch nochmal so ein Beispiel bezüglich der Staffelung. Wir haben ein Flugzeug, das ist in einem Hochdruckgebiet gestartet, hat seine Reiseflugfläche von beziehungsweise eine Reisehöhe von 3500 Fuß eingenommen und fliegt da jetzt schön von West nach Ost. Er hatte ein QNH von 1025 und entgegen kommt ihm ein Flugzeug aus dem Tiefdruckgebiet, hatte einen Luftdruck von 995 Hektopascal und fliegt in 2500 Fuß. Wir sehen, beide benutzen ihre Halbkreisflugregeln und theoretisch würden die jetzt in 1000 Fuß aneinander vorbeifliegen, wenn sie immer den richtigen Luftdruck einstellen. Jetzt treffen sich beide Flugzeuge beispielhaft in einem Gebiet von 1000 Hektopascal. Das heißt, er ist von hoch ins Tief geflogen. Das bedeutet, er wird tiefer sein als 3500 Fuß und er ist ins Hochdruckgebiet geflogen. Das heißt, er wird höher sein. Er hat jetzt zum Beispiel 450 Fuß verloren. Das heißt, er befindet sich nicht mehr in 3500 Fuß, sondern nur noch in 3050 Fuß. Entsprechend das andere Flugzeug befindet sich nun 450 Fuß höher. Das heißt 2950 Fuß. Damit wird aus den 1000 Fuß Staffelung nur noch 100 Fuß Staffelung. Und wir sehen, welche große Relevanz der richtige Luftdruck hat, beziehungsweise immer den richtigen Luftdruck eingestellt zu haben. Dann würde er zum Beispiel bei FIS sein und FIS würde ihn informieren, ja, ihr aktueller Luftdruck an ihrer aktuellen Position ist übrigens nicht 1025, sondern 1010. Dann dreht der Pilot den Luftdruck von 1010 ein und sieht auf einmal, oh, ich bin auf einmal 450 Fuß tiefer. Damit sowas nicht passiert, haben wir hier einfach das Beispiel, dass Flugflächen die Sicherheit erhöhen. Wir haben ein Flugzeug, das fliegt in Flight Level 75 bei einem Standarddruck von 101, beziehungsweise er hat einen Standardluftdruck von 1013 eingedreht und entgegen kommt ihm ein Flugzeug in 6500 Fuß, was sein Luftdruck nicht eingestellt hat. Das Flugzeug ist der Druckfläche beziehungsweise dem Luftdruckgradienten für die Flugfläche 75 einfach gefolgt. Er befindet sich nun in 7710 Fuß. Warum? Weil er einen Luftdruck von 1013 eingedreht hat. Denn er ist ja nach einer Flugfläche geflogen. Der Pilot ist dagegen nach Altitude geflogen. Das bedeutet nach Höhe über normal 0 und befindet sich auf einmal in 7100 Fuß, hat 600 Fuß zugelegt und somit wird aus der anfänglichen Staffelung, wo wir dachten, dass beide 1000 Fuß Staffelung haben, nur noch 610 Fuß. Besser als unserem vorigen Beispiel, wo die Flugzeuge nur noch 100 Fuß Staffelung hatten. Also wir sehen, sobald einer hier schon mal nach Flugfläche geflogen ist, sah das schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt fliegen einfach beide nach Flugfläche. Nämlich der eine von Flugfläche in Flugfläche 6,5, der andere in 7,5. Und die Flugzeuge werden sich nie treffen, sie werden immer zueinander 1000 Fuß Staffelung haben. Deswegen benutzt die Flugsicherung gerne Flugflächen. Sehr interessant ist auch zu wissen, dass es Höhenmessfehler gibt. Nämlich diese geeichten barometrischen Höhenstufen, also 1 Hektopascal von 30 Fuß, gilt natürlich nur in der Standardatmosphäre
Und wir gehen davon aus, dass die Luft eine Dichte von 1,225 Kilogramm pro Kubikmeter hat. Nun kann leider auch die Luftdichte anders sein als in der Standardatmosphäre. Sie hängt nämlich unter anderem auch von der Temperatur ab. Wir stellen uns nun also vor, wir fliegen in einem warmen Gebiet los, fliegen in ein kaltes Gebiet und auf einmal sehen wir wieder, wir sind tiefer als gedacht. Deswegen merken wir uns auch, im Winter sind die Berge höher. Dadurch, dass in einem Warmdruckgebiet bzw. im Sommer, wenn die Luft sehr warm ist, die Luftdichte abnimmt, sind auch die barometrischen Höhenstufen weiter auseinander. Dann ist beziehungsweise der barometrische Druckgradient nicht 30 Fuß pro 1 Hektopascal, sondern zum Beispiel 35 oder sogar 40 Fuß. Somit sind wir auch höher als gedacht. Entsprechend im Winter sieht das Ganze anders aus. Da ist die Druckstufe halt nicht 30 Fuß, sondern nur 20 Fuß und somit sind wir tiefer als gedacht. Deswegen merkt euch, im Winter sind die Berge höher. Jetzt möchte ich euch dazu einfach mal auch einen gewissen Praxisbezug näher bringen, nämlich mit folgender Beispielaufgabe. Wir fliegen unter folgenden Bedingungen. Wir haben nun schön Flugfläche 90 eingedreht, haben ein QNH von 993 und die Temperatur, die unser Flugzeug so gesehen misst, ist bei minus 18 Grad. Nun haben wir laut unserer Karte vor uns einen Berg, der 8200 Fuß hoch ist. Können wir den Berg nun mit unserer aktuellen Höhe überfliegen? Wer das selber gerne rechnen möchte, drückt jetzt einfach auf Pause. Für die anderen geht es jetzt direkt weiter. Wir rechnen nun unsere wahre Höhe aus, indem wir drei Schritte machen. Erstmal müssen wir von unserer Flugfläche, von unserem Flight Level auf unsere Höhe über normal Null, der sogenannten Altitude, kommen. Der zweite Schritt ist die Temperaturdifferenz zur Standardatmosphäre, die ISA, die International Standard Atmosphere. Und der Schritt 3 ist dann die Korrekturrechnung. Schritt 1 ist ganz einfach, das hatten wir schon auf den vorigen Folien gemacht. Wir haben unsere Standarddruckhöhe 1013, nach der wir fliegen. Wir haben das QNH von 993, eine Differenz von 10 Hektopascal und nach der Standardhöhe haben wir eine Differenz von 300 Fuß. Das QNH ist nun höher als die Standarddruckfläche 1013. Das bedeutet, die Standarddruckfläche 1013 befindet sich tiefer als der normale Druck über Meereshöhe. Somit befindet sich auch die Flugfläche 90 tiefer als die Höhe über normal Null. Das bedeutet, wir ziehen ab. 9000 Fuß minus 300 Fuß ergibt eine Höhe von 8700 Fuß über Mean Sea Level, über normal Null. Nun schauen wir uns die Temperaturdifferenz an. Wir haben gelernt, wir haben eine Differenz von 2 Grad Celsius pro 1000 Fuß, entspricht 0,2 Grad Celsius pro 100 Fuß. So, nun rechnen wir einfach 8700, das ist nämlich unsere Höhe above Mean Sea Level, geteilt durch 100, entspricht 87 Stufen. Das heißt, wir rechnen 87 mal 0,2 ergibt 17,4 Grad. Das bedeutet, in unserer Höhe müsste es laut der International Standard Atmosphere minus 2,4 Grad Celsius warm sein. Nämlich, wir haben ja auf normal Null eine Temperatur von 15 Grad. Bei uns ist es 17,4 Grad kälter als die 15 Grad und so kommen wir auf 2,4 Grad. Wir haben aber nicht minus 2,4 Grad gemessen, sondern es ist minus 18 Grad kalt, also viel kälter. Minus 18 Grad minus minus 2,4 ergibt eine Differenz von 15,6 Grad Celsius. 15,6 Grad Celsius kälter. Und wir haben gerade gelernt, im Winter sind die Berge höher. Schauen wir mal, was rauskommt. So, 15,6 Grad geteilt durch 10 Grad Celsius, weil wir haben ja gelernt, pro 10 Grad Abweichung von der Standardtemperatur korrigieren wir um 4%. 1,56 mal 4% ergibt 6,4,
6,24% als Korrekturfaktor. Da es kälter als die Isar ist, müssen wir diese Differenz abziehen. 8700 mal minus bla bla bla. Wir sehen es einfach hier. Und als Ergebnis haben wir gerundet eine Höhe, eine wahre Höhe von 8157 Fuß. Nun sehen wir, es reicht nicht. Uns fehlen 43 Fuß, um über den Berg zu fliegen. Ein anderes Beispiel. Wir rechnen in diesem Fall genauso wie in dem letzten Fall, bloß andersherum. Es geht nun dieses Mal um die Dichtehöhe. Bei der Dichtehöhe handelt es sich um unsere Höhe über normal 0, also diesmal umgedreht. So, und dies machen wir dann so, indem wir einfach den ersten Schritt umdrehen. Wir rechnen also nicht Flight Level in Mean Sea Level, um unsere wahre Höhe zu erhalten. Wir rechnen nämlich von unserer Höhe über normal 0 in Flugfläche, um unsere Druckhöhe zu erhalten. Ich muss euch jetzt, glaube ich, dazu nichts erzählen zu dieser Berechnung. Und somit haben wir als Lösung 8000 Fuß. Was sagen uns denn nun diese 8000 Fuß Dichtehöhe? Das bedeutet, unser Flugzeug verhält sich so, als ob wir in 8000 Fuß wären. Dies ist ganz wichtig für die Performance-Berechnung, für die Leistungsberechnung oder auch zum Beispiel für die Berechnung von Bahnlängen oder was für eine Leistung hat denn noch unser Flugzeug. Wir sehen also, 5000 Fuß Höhe ist natürlich schon ziemlich knackig, ist schon ziemlich hoch und da müssen wir jetzt noch einmal 60% drauf rechnen. Unser Flugzeug wird immer schlechter und somit ist es essentiell wichtig, dass wir auch einfach mal die Dichtehöhe berechnen, damit wir genauestens Bescheid wissen, wie die Leistung von unserem Flugzeug zu erwarten ist. So, jetzt möchte ich einfach nur noch schnell ein bisschen was erzählen, nämlich wie hoch dürfen wir denn eigentlich fliegen? In der Luftfahrtverordnung, Paragraph 6, wird die Reiseflughöhe angegeben, dass wir mindestens 2000 Fuß über Grund fliegen sollen und diese dürfen wir nur unterschreiten wegen Flugsicherungsrestriktion. Das heißt, die Flugsicherung hat uns etwas vorgegeben oder vor oder über uns befindet sich ein kontrollierter Luftraum, wie zum Beispiel ein Luftraum Charlie, in dem wir nicht ohne Freigabe einfliegen dürfen. Wenn wir diese Freigabe nicht haben, müssen wir frei von dem Luftraum sein und das kann zwangsweise auch sein, dass wir unter dem Luftraum hindurchfliegen. Oder wir haben keine andere Chance wegen dem Wetter. Eine zweite Höhenbedingung, die es noch gibt, ist die Sicherheitshöhe. Diese Sicherheitshöhe ist so definiert, dass wir in dieser Höhe weder eine Lärmbelästigung bzw. eine große Lärmbelästigung für die Leute unter uns sind und weder noch Gefahr für Person und andere Sachen am Boden entstehen. Diese Sicherheitsmindesthöhe sieht so aus, dass wir über Städte, dicht besiedelte Gebiete oder Industrieanlagen, Menschenansammlungen oder Unglücksorten eine Höhe von mindestens 1000 Fuß über dem höchsten Objekt einhalten müssen. Oder wir haben einen Abstand von 600 Meter zu dem höchsten Objekt. Aber trotzdem müssen wir dann immer noch 1000 Fuß über Grund einhalten. Ansonsten, wenn nichts von diesen Punkten greift, haben wir eine Höhe von mindestens 500 Fuß über Grund einzuhalten. Die einzigen Positionen, wo wir die Sicherheitsmindesthöhe dann also unterschreiten dürfen, ist zur Landung. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Viel Spaß noch und schönen Tag. Tschüss.